So, damit machen wir weiter mit der 19. Und hier gibt es einen Änderungsantrag der FDP, der zunächst eingebracht werden kann. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, jetzt ist es also soweit. Heute soll die altehrwürdige Herkuleskeule am Sternplatz zu Grabe getragen werden. Ich will zum Anfang mich sehr bei der Bürgerinitiative bedanken, bei Frau Schaper und den ja über 700 Petenten, die sich gegen den Abriss gewandt haben und für einen Erhalt des Gebäudeensembles gekämpft haben. Das ist doch eine ganz erstaunliche Zahl, gerade in diesen Zeiten, die da zusammengekommen ist und deren Votum man auch ernst nehmen sollte, meine Damen und Herren. Ich bitte um Verständnis, dass wir es uns als Fraktion nicht so leicht mit dieser Abrissentscheidung machen, weil aus unserer Sicht schon viel zu viele Zeugen der sogenannten Ostmoderne in den letzten Jahren verschwunden sind. Ich glaube, es muss in dieser Stadt auch zu diesem geschichtlichen, baugeschichtlichen Kapitel ein Umdenken stattfinden, weil das gehört zu unserer Geschichte. Das ist Teil des Lebens von ganz vielen in dieser Stadt und es ist in der baulichen Qualität auch oftmals überhaupt nicht schlechter als das, was hier seit den 90er Jahren gebaut worden ist. Wir streiten uns oder wir reden das sehr oft auch im Bauausschuss und ärgern uns über vieles Profane, was vor allem in den 90er Jahren, Anfang der 2000er hier passiert ist. Und wenn ich das so sehe, wie die neue Handschrift ist, dann tut es mir oft weh und auch leid, dass man so arglos vieles von dem, was zu DDR-Zeiten entstanden ist, wegwischt. Deswegen kämpfen wir um all die wenigen Zeitzeugen der Ostmoderne, die es noch gibt. Und dazu gehört dieses Gebäudeensemble am Sternplatz ganz eindeutig. Es steht für die Baukultur in Dresden in den 50er und 60er Jahren. So ganz so viele Parallelen, vielleicht Bursbergstraße noch, aber hat man ansonsten gar nicht. Das ist typisch für den Stil und die beiden Architekten, Herbert Schneider und Kurt Rötig, sind auch nicht irgendwelche, sondern das sind Persönlichkeiten, die einen außerordentlichen guten Ruf als Architekten haben. Gerade Herr Schneider, der auch der Architekt der Palukka-Schule oder der Scheune in der Dresdner Neustadt ist. Das hat nach wie vor eine hohe Qualität und deswegen werben wir dafür, nochmal über die Entscheidung nachzudenken. Es hat aber nicht nur baulich eine Qualität, sondern das Gebäudeensemble ist wichtig für die Nahversorgung vor Ort, ist ein Stadtteilzentrum und ein Begegnungsort, bis heute auch belegt. Es ist nicht alles leer dort am Sternplatz, sondern es wird nach wie vor dort drin gearbeitet und die Läden, die wir dort haben, haben bisher keine Perspektive. Meine Damen und Herren, sowas reißt man nicht einfach so weg, sondern man muss überlegen, wie man dieses Kapitel vielleicht auch in die Zukunft bringt. Wir haben einen längeren Prozess hinter uns. Der Antrag war ja auch schon mal im Stadtrat, ist dann wieder zurückgegangen. Unsere Hoffnung ist gewesen, Kompromisse zu finden. Auch wir sind von unserer eigentlichen Forderung, nämlich das Gebäudeensemble, so wie es ist, zu erhalten, abgerückt, weil wir auch gesehen haben, dass der Wert des Gebäudes sicherlich eher in dem alten Theater und in dem Flachbau und in der Platzgestaltung davor befindet. Aber es gibt natürlich auch große Räumlichkeiten, die ungenutzt sind und wahrscheinlich auch eine Raumverschwendung darstellen. Deswegen war immer unser Vorschlag zu sagen, wir erhalten den vorderen Teil, versuchen es, prüfen es und nehmen aber das mit, das was hier gewünscht ist, nämlich den hinteren Teil, der dann für Wohnbebauung genutzt werden kann. Sie wissen, er soll an die WED gehen. Meine Damen und Herren, gerade auf der links-grünen Seite, ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn wir dort nicht das oder wenn dort nicht das Ziel, Wohnung für die WED zu schaffen, stehen würden, sie für den Erhalt des Gebäudeensembles hier kämpfen würden. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Sie den Abriss verhindern würden, wenn dort beispielsweise ein privater Investor das Gleiche vorhätte wie die WED, also ein Immobilienhai, dann würden Sie dem Immobilienhai genau dieses Anliegen
Frau Wehren, Sie haben nun Ihre Abwägung zwischen Wohnungen für die WID, wo Sie ja dringend Grundstücke suchen, und dem Erhalt der Ostmoderne eine Entscheidung getroffen gegen den Erhalt der Ostmoderne. Es gab einen aus unserer Sicht sehr guten Kompromissvorschlag, und zwar einen Kompromissvorschlag vom Kollegen Würz, den er vor der letzten Bauausschusssitzung uns zugesandt hat und der auch in der Bauausschusssitzung vorlag, aber dann leider zu unserem Bedauern nicht eingebracht worden ist. Wir haben diesen Antrag heute noch einmal aufgegriffen und bringen ihn hier ein. Ja, wir sollen den ersten Punkt ersetzen, und zwar um eine Prüfung, ob man beide Ziele, nämlich bauen, Wohnungen zu bauen für die WED und einen Erhalt des Gebäudes verbinden kann. Dafür werbe ich um Zustimmung. Ich will trotzdem sagen, dass wir mit dem Prozess auch recht zufrieden sind. Sind wesentliche Punkte, von denen, die uns am Herzen gelegen haben, in der Debatte, vor allem in der letzten Bauausschusssitzung, nochmal danke an Herrn Löser, auch eingearbeitet worden. Wir sehen, dass die Diskussion Sinn gemacht hat. Unsere Punkte, die wir wollten, dass nämlich nicht einfach irgendwas hingebaut wird, sondern dass man dort auch einen Wettbewerb durchführt, dass man auch als Stadtrat beteiligt wird, dass wir wissen, was dort passiert, dass dort nie einfach ein profaner Bau hinkommen soll. Das ist jetzt im Auftrag mit formuliert. Es ist auch formuliert, dass man die Sprache der Architektur mit aufgreifen soll, wie das auch immer gelingt. Das werden die Architekten, denke ich, aber schaffen können. Und auch, dass man die Nutzung so gestaltet, dass es weiter auch eine Stadtteilzentrumsfunktion hat. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir aber denken, es ist wert, nochmal darüber nachzudenken, ob man hier prüft, auch wesentliche Teile des Gebäudes zu erhalten. Dafür bitte ich um Zustimmung. Das ist unser Änderungsantrag. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe das, Herr Zasso, dass Sie so engagiert für dieses Gebäude werben. Und es ist nicht so, dass Sie uns diese Entscheidung leicht gemacht haben. Sie haben ja auch gesagt, wir haben im Ausschuss sehr ernsthaft und lange darüber gesprochen. Und ich verstehe auch die Dresdnerinnen und Dresdner, die auf diesen Bau nicht verzichten wollen. Denn er ist dort lange Jahre ein Gebäude gewesen, was natürlich vor allen Dingen in der Verbindung mit der Nutzung eine hohe Identifikation auch mit diesem Ort erlebbar gemacht hat. Und ich stimme Ihnen auch zu, Herr Zasso, das war ja in der letzten Ausschusssitzung die Diskussion, dass wir eigentlich zu spät angefangen haben, uns um diese Gebäude der sogenannten Ostmoderne zu kümmern. Das ist ein Problem. Wir haben vor 10 Jahren erst begonnen, überhaupt darüber zu reden. Da waren schon 20 Jahre um. Und wir haben vor 5 Jahren dann langsam begonnen, auch wirklich von Seiten des Denkmalschutzes das ernst zu machen und zum Beispiel den Kulturpalast unter Schutz zu stellen, der es ja vorher nicht war. Und ich gebe Ihnen auch recht, auch der Abriss des Fresswürfels, des sogenannten am Postplatz, wenn man jetzt schaut, was da steht, nämlich dieser sogenannte Kubus, da sage ich mal, da war der Fresswürfel pittoresk. Ja? Aber man muss natürlich auch die Zeit sehen. Man hat diese Gebäude erlebt, aus der DDR heraus, man hat sie dann mit diesem Verschleiß auch erlebt, und das Bewusstsein ist erst langsam gewachsen, dass darin ein Wert steckt. Und diese DDR-Sondergebäude, das waren sie ja, die hatten Wert, die hatten ganz oft Wert. Und vieles von dem davon ist abgerissen, und die Robotronenkantine aus unserer Sicht ist ja deswegen auch so erhaltenswert. Man muss natürlich unterscheiden, wir haben die Blockbebauung, ne, sozusagen die wirkliche Wohnungsbebauung, und diese Sonderbauten. So, und jetzt gehen wir nochmal zu dem Thema direkt der alten Herkuleskeule zurück. Und wir haben uns natürlich damit befasst, wir haben die Verwaltung ja auch gefragt, kann man denn das umnutzen? Und die Antwort war schon, es ist sehr schwierig. Die Herkuleskeule ist ein sehr langgestreckter Bau, wenn Sie sich das aus dem Luftbild angucken. Die geht fast an die Wohnbebauung der 60er Jahre ran. Und man kann dieses Gebäude mit dieser Nutzung, und es war ja ein Theater, wenn Sie mal drin waren, wissen Sie, das geht endlos nach hinten, das ist ein Raum, das können Sie eigentlich nicht umnutzen in Wohnungen. Und Sie haben auch gehört, dass die Stadtverwaltung uns gesagt hat, dass das Gebäude sehr wahrscheinlich asbestbelastet ist. Und was das bedeutet vor dem Hintergrund der heutigen Auflagen, die dann bei einer Sanierung stünden, das wissen Sie ja auch. Und wir haben ja auch die Frage gestellt, woher kommt denn dann das Geld für so eine Sanierung? Diese Frage kann man natürlich
nur beantworten, wenn man weiß, was da rein soll und wenn man dann auch weiß, woher das Geld tatsächlich kommt. Und deswegen haben wir, und das haben Sie vollkommen richtig beschrieben, in der Abwägungsentscheidung, ob wir sagen, wir wollen Wohnungsbau an dieser Stelle, und der Sternplatz ist ja von Wohnbauten gefasst, bis auf die Längsseite, wo dieses tolle Gebäude der Versicherung steht, aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Und dann haben wir eben diese sehr flache Bebauung an der Herkuleskeule. Und da haben wir im Prinzip ein Eingeschosser, da waren die Läden drin, und dann haben wir diesen etwas höher gefassten Bau der Herkuleskeule. Und wenn man aber mal das im Zusammenhang sieht, merkt man schon, dass auch diese Bebauung damals, und die ist nicht schlecht, das stimmt schon, aber sie ist sozusagen auch dem Geist der DDR, dass man viele Flächen füllen musste, dann auch irgendwie sehr niedrig gehalten. Und man kann sich schon vorstellen, vor dem Hintergrund der Bebauung ringsrum, dass man da höher geht. Und ich finde, die Entscheidung der Stadt zu sagen, wir machen einen Teil WED und das andere Baugemeinschaften, eigentlich eine gute Entscheidung. Ja, und wir sagen ganz klar, auch als Grüne, wir wollen, dass Sozialwohnungen entstehen. Wir wollen, dass die WED dort baut. Wir haben diesen Grundsatzbeschluss gefasst. Und wer das sagt, der muss sich dann auch darum kümmern, wo die Grundstücke herkommen. Ich will noch mal sagen, der Stadtbezirksbeirat Altstadt hat ja eine Menge daran schon gearbeitet. Er hat eingefügt, dass unten Läden entstehen sollen, denn wir sehen auch, dass dieses Gebäude in gewisser Weise auch eine Funktion für Nahversorgung zum Beispiel haben soll. Und Sie haben es auch erwähnt, wir haben im Ausschuss dann hineingebaut, dass es einen Wettbewerb gibt, weil es ist uns wichtig, dass dieses Gebäude kein 0815-Gebäude wird. Und wenn man sich die Bauten der WED mal anschaut, die haben das ja auf ihrer Website stehen, das sind nicht einfach nur Klötze. Die WED gibt sich eigentlich ziemlich viel Mühe bei dem, was sie baut. Und ich hoffe sehr, dass in diesem Wettbewerbsverfahren, und wir haben ja auch reingeschrieben, es soll in Anlehnung an die Formsprache der 60er Jahre eine Bebauung dort nachempfunden werden oder damit zumindest umgegangen werden. Ich würde da einfach mal den Architekten das auch an die Hand geben und hoffen, dass am Ende ein gutes Ergebnis dort rauskommt. Ja, das ist ein Kompromiss, da gebe ich Ihnen recht. Aber wir für uns haben diese Entscheidung so getroffen, weil wir sagen, wir wollen Wohnungsbau an dieser Stelle. Die alte Herkuleskeule, so wie sie jetzt ist, ist für uns dann einfach keine Option. Vielen Dank. Wir setzen fort mit der CDU-Fraktion. Herr Schmidt. Dann machen wir weiter mit der AfD. Herrn Lommel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, liebe Gäste, das Verfahren um den Sternplatz war in der Tat, wie Vorredner hier gesagt haben, ein Verfahren, bei dem sich die Beteiligten sehr, sehr viel Mühe gegeben haben. Gleichwohl ist durch die Bürgerbeteiligung und auch für die Anwohner, die davon betroffen sind, haben sich nicht gut aufgehoben gefühlt. Das heißt, ich wünsche mir vom Rathaus explizit, dass sich um die Bürgerbewegung, auch über die Läden, die da unten sind, mehr gekümmert ist. Die haben sich darum beschwert, es wurde nicht getan, und das ist eigentlich eine Bitte an der Stelle, dass das geschehen mag. Die Kompromisse, die hier gefunden worden sind über Architektenwettbewerb, über dass man versucht, das zu erhalten, dass dort eine Bauform, das Schild, das an die Herkuleskeule erinnert, war es schon wert gewesen, dass wir darüber diskutiert und dass wir darüber gerungen und gekämpft haben. Das war von einer hohen Sachlichkeit. Gleichwohl hätten wir uns sehr gewünscht, wenn es eine Lösung gefunden wäre, die eben die Herkuleskeule in irgendeiner Form hätte erhalten bleiben können. Wir sehen die Kompromissbereitschaft hier, das Ringen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Beschluss, der für uns schlimm, untragbar ist, aber gleichwohl sind die Hausaufgaben nämlich aus Sicht der Bürgerschaft noch nicht konsequent abgearbeitet worden, nämlich dort die Betroffenen mitzunehmen. Und da gab es einige Anschreiben, die sind nicht beantwortet worden. Und daher meine Bitte, sorgt dafür, dass die Gewerbetreibenden, die dort lange drinne waren, dass sie dort unten wieder irgendwie ihre Existenz weitermachen können. Sie zahlen dann auch weiter schön ihre Gewerbesteuer und es kommt uns allen zugute. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirtz.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, erstmal vielen Dank an Herrn Zestro, dass er hier für die Linke einen Antrag eingebracht hat oder einen, den die Linke geschrieben hat. Das rührt mich fast. Wir haben diesen Antrag geschrieben, weil wir Bedenken hatten, oder ich habe den Antrag geschrieben, weil ich Bedenken hatte im Ausschuss, dass ein Abrissstopp im Prinzip überhaupt keine weitere Entwicklungsmöglichkeit dann formuliert. Und dann habe ich gesagt, dann müssen wir die Synthese versuchen. Wir müssen entweder beide Varianten nebeneinander planen. Ich glaube, das war auch ein Aspekt in diesem Antrag. Oder wir müssen versuchen, Wohnen und die Herkuleskeule auf einmal hinzukriegen. Am Ende ist es aber so, wir als Linke machen es uns mit dem Abriss von Gebäuden der Nachkriegsmoderne in Dresden nicht leicht. Wir haben als Erste im Prinzip uns schützend vor diese Gebäude gestellt. Und sie sind aus politischen Gründen angegriffen worden, obwohl viele Gebäude gar nicht mal so ostmoderne sind, sondern sie brauchen sich vor Gebäuden, die in Westdeutschland gebaut worden sind, die in Europa oder weltweit gebaut worden sind, überhaupt nicht verstecken. Eben zum Beispiel die erwähnte Robotronkantine, die der internationalen Moderne entspricht. Und da ist eben die Frage, wir haben den Kulturpalast saniert, wir haben dort im Prinzip damals mal mit fast 80 Millionen angefangen, sind bei 102 Millionen, 103 Millionen rausgekommen. Das haben wir damals auch vorhergesagt, dass das so sein wird. Das ist im Prinzip in der Sanierung keine tragische Kostensteigerung. Aber wir haben es bei der Herkuleskeule mit einem Gebäude zu tun, was aus einer bautechnisch anderen Epoche bestammt. Wie gesagt, Nachkriegsmoderne, eine Zeit, die in Deutschland Ost und West auf beiden Seiten durch einen großen Mangel an Baustoffen geprägt war und die deswegen Gebäude hervorgebracht hat, die zwar ihren Zweck eine Weile erfüllt haben, aber in aller Regel sehr schwer sanierbar sind. Wir haben mit Schadstoffen zu tun, wir haben mit Konstruktionen zu tun, die in keinster Weise einer Brandschutzvorschrift entsprechen. Das hat am Ende auch dazu geführt, dass die Herkuleskeule dieses Gebäude nicht mehr nutzen konnte und dringend eben auch in den Kulturpalast umziehen musste, in den sanierten, weil dort eben die Betriebsgenehmigung vor dem Ausstand. Jetzt ist eben die Frage, Herr Zastro, Sie haben vorhin gesagt, wenn dort kein sozialer Wohnungsbau stattfinden würde, dann würden wir wahrscheinlich die Herkuleskeule verteidigen. Aber Sie wären der Erste, die dann die Herkuleskeule abreißen lassen würden, weil nämlich die sagen würden, die öffentliche Hand ist ein schlechter Bauherr und verschwendet dort Geld. Das wäre nämlich Ihr umgedrehtes Argument und Sie wollen hier den Konflikt zwischen der Herkuleskeule und dem sozialen Wohnungsbau aufmachen. Und dann ist es mit der Herkuleskeule so, das ist wie mein alter Wanderrucksack, der ist zerschlissen, der hat viele schöne Erlebnisse mitgemacht. Er hat einen ungeheuren ideellen Wert, aber er ist eben kein Schmuckstück. Und deswegen werde ich mich von ihm trennen. Und genauso ist das auch bei der Herkuleskeule. Wir werden mit diesem Gebäude in der Sanierung keine Freude haben. Es täuscht Bebauung vor, es ist sehr niedrig für einen städtischen Raum, nur zwei Geschosse, und nimmt einen unendlichen Raum ein. Es ist dann ganz schwer, diese Flächen, die im Inneren natürlich ein Theater sind, zu belichten und dort im Prinzip ein Stadtteilzentrum Nutzung hereinzubekommen. Also ich habe dann im Prinzip dieses weit ausladende Gebäude, was im Prinzip eigentlich auch wertvolle städtische Fläche verschwendet. Deswegen haben wir uns entschlossen, im Prinzip dieser Vorlage zuzustimmen, dem Abriss zuzustimmen. Wir finden das gut, dass auch unsere Stadtbezirksbeiräte in Altstadt im Prinzip an diesem Beschluss mitgewirkt haben, dass die WED und die Bauherrengemeinschaft beauftragt werden, im Erdgeschoss des geplanten Gebäudes, was natürlich dann auch schon seine 6 Geschosse haben darf, in einer riegelförmigen Bebauung, die dann natürlich auch sozusagen die Fläche freigibt für Großgrün, für eine Grünfläche, die dort drin steht, was auch bauklimatisch besser ist, dass man ein bisschen in die Höhe baut, keine Hochhäuser unbedingt, aber im Prinzip in die Höhe baut, um dann Grünflächen auch anordnen zu können, wo die Leute sich aufhalten können. Das verhindert nämlich die Herkuleskeule auch in ihrer jetzigen Form. Und dass dort im Prinzip auch die Erdgeschosszone mit Läden belebt wird, mit einem Stadtteilzentrum belebt wird und dass diese Nutzung dort mit berücksichtigt werden. Dann ist nämlich der Konflikt schon erstmal bereinigt und wir müssen uns nicht mit der Sanierung einer sehr fragwürdigen Bausubstanz beschäftigen. Es sind zwar im Prinzip auch wichtige Architekten in Dresden gewesen, in der Nachkriegsmoderne, aber auch große Architekten haben nicht unbedingt immer nur Meisterwerke geschaffen. Es ist ein Zweckbau gewesen, es hängen ideelle Werte dran, Erinnerungen an die Herkuleskeule, aber die Herkuleskeule gibt es ja noch im viel schöneren Rahmen vielleicht als damals. Wie gesagt, es ist im Prinzip auch beauftragt, den Hofbereich mit Großgrün zu bepflanzen im Stadtbezirksbeirat und im Bauausschuss, im federführenden Ausschuss und vor dem Standort der ehemaligen Herkuleskeule ist in geeigneter Weise an die Bedeutung der Spielstätte zu erinnern. Das ist im Prinzip ausreichend. Und Herr Zastro, wenn Sie sich für die Ostmoderne stark machen, dann lade ich Sie jetzt herzlich ein, der Sanierung der Robotronkantine zuzustimmen.
Die Robotron-Kantine erinnert in Dresden an die Wiege der Mikroelektronik hier in Ostdeutschland. Ohne Robotron wäre im Prinzip die Mikroelektronik hier in Dresden, wie sie uns heute auch im Prinzip Nutzen bringt und auch Steuern zum Beispiel, wie sie hier Arbeitsplätze generiert, gar nicht denkbar gewesen. Das Know-how ist damals hier schon rechtzeitig auch bei Robotron entstanden, auch unter Bedingungen der DDR. Die Robotron-Kantine ist im Prinzip ein hervorragendes Beispiel der Ostmoderne. Es ist Kunst am Bau dort dran. Die Bausubstanz aus den 70er Jahren ist besser beherrschbar, besser sanierbar und auch die Räume bieten aufgrund ihrer saalartigen Form wesentlich mehr Fläche, wesentlich mehr Nutzbarkeit an. Es gibt dort die Möglichkeit, Synergien mit dem Hygienemuseum zu finden. Insofern setzen wir die Prioritäten bei der Robotron-Kantine und wissen genau, wenn Sie es heute so für die Ostmoderne gesprochen haben, dass Sie das ganz garantiert unterstützen werden und freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Fraktion die SPD-Fraktion, Herr Engel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, hier hat sich tatsächlich im Bauausschuss niemand leicht gemacht. Wir alle haben das abgewogen und ja, auch wir als SPD-Fraktion werden heute dieser Vorlage in dieser Form auch zustimmen. Ich möchte auch noch mal ganz kurz skizzieren, warum. Punkt Nummer eins ist sicherlich, und das haben Sie durchaus erkannt, es hat schon auch was mit der WED zu tun. Wir schaffen jetzt hier knapp 40 WED-Wohnungen in absolut zentraler Lage. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Baustein für eine nachhaltige Stadtentwicklung, eben für soziale Durchmischung auch zu sorgen und eben nicht das Phänomen, was wir in vielen europäischen Städten haben, nämlich, dass sich die weniger gut Betuchten am Stadtrand oder in den Vororten ballen und das Zentrum immer stärker nur von einem eher zahlungskräftigeren Klientel dominiert wird, dass wir so eine Entwicklung hier in Dresden halt nicht dulden. Und ich glaube tatsächlich, da müssen wir halt auch mit unseren kommunalen Flächen haushalten. Und wir haben in Dresden nun mal leider nicht so viele Kommunalflächen, mit denen wir wirklich noch aktiv Stadtentwicklung betreiben können. Und ja, da muss man dann sicherlich auch bei so einem Objekt wie der Herkuleskeule eine kritische Abwägung treffen. Wir schaffen daneben dort noch Platz für etwa 15 Wohnungen in Form von Bauherrengemeinschaften und wir schaffen damit, glaube ich, wirklich auch einen sinnvollen städtebaulichen Abschluss des Stammplatzes. Herr Wirz hat schon dargestellt, warum eine Sanierung unverhältnismäßig ist. Wir sprechen hier über einen überformten Bau, wir sprechen über eine schwierige Bausubstanz, wir sprechen über einen schwierigen Schnitt mit teilweise starken Tiefen und so ehrlich muss man auch sein, wir haben nicht wirklich eine überzeugende Variante auch gehört, wie man tatsächlich dort sinnvoll auch sanieren kann, ohne dass wir uns als Stadt in ganz erhebliche Risiken begeben, was die weiteren Kosten betrifft. Der Bauausschuss hat viele Vorkehrungen getroffen, wie man noch in angemessener Form auch mit dem derzeitigen Bestand dort umgeht, wie man darauf Bezug nimmt, wie man tatsächlich architektonisch da auch noch mal ein paar Bezüge aufbaut. Und ich glaube, das müssen wir jetzt als Bauausschuss kritisch und intensiv begleiten. Und wenn wir das auch tun, kann das aus meiner Sicht wirklich auch eine runde Sache werden. Und dementsprechend würde ich auch um Unterstützung des Votums des Bauausschusses jetzt hier auch so bitten. Danke. Wird FDP nochmal das Wort gewünscht? Dann jetzt hast du. Herr Dr. Brauns ist schon lange im Stadtrat. Der kennt das, was jetzt passiert. Also lieber Kollege Wirz, das ist natürlich jetzt eine eigenartige Logik. Sie haben ja zum Schluss Ihrer tollen Rede gesagt, auf gute Zusammenarbeit und unsere Unterstützung bei der Robotron-Kantine eingefordert. Aber Zusammenarbeit ist keine Einbahnstraße. Das müssen Sie auf der linken Seite nun auch langsam mal begreifen. Also ich würde ja gerne, aber wissen Sie, wir haben auch als kleinere Fraktion das ein oder andere wichtige Anliegen und Sie wollen mit uns zusammenarbeiten, aber da kommt ja nie was zurück. Das ist jetzt ganz komisch. Also ich fühle mich da, also jetzt einfach automatisch zu sagen, dass unsere Leidenschaft für die Robotron-Kantine, für die Ostmoderne alles andere überlagert, ist ja bei Ihnen auch nicht so. Sie haben zwar ein Plädoyer gehalten, aber im Zweifel sind Ihnen die WED-Wohnungen eben wichtiger. Also über den Begriff der Zusammenarbeit müssen Sie nochmal nachdenken.
Wichtig fand ich aber vor allem das, was Kollege Löser gesagt hat. Ich will das nochmal betonen, weil das vielleicht auch eine wichtige Botschaft dieser Debatte ist. Wir müssen sensibler umgehen mit den Dingen, die noch da sind. Und dafür möchte ich gerne, oder darauf möchte ich gerne unseren Blick lenken und auch dafür werben, dass wir uns bei den Schätzen, die es noch gibt, jetzt bereit sind, uns um die zu kümmern. Das sind die Kuse, eine Kugelbrunnen zum Beispiel, über den wir gestern gesprochen haben. Ich fand es auch sehr gut, dass wir uns darauf verständigt haben, dass die Neubauten dort erhalten bleiben, aber der Blütenbaum von Eva Pechel am Jagdhistorischen Museum am Jägerhof, das gehört auch dazu. Wenn Sie dorthin gehen, das ist herausragende Qualität und das Ding, da steht so ein Bauzaun drumherum und das ist eine Schande, dass man das mitten in der Stadt so hat, gehört, die Fläche gehört dem Freistaat, aber das kann uns ja nie aus der Verantwortung nehmen. Da muss man auch daran denken, 1979 aufgestellt, dass das gesamte Ensemble dieses Boulevards dort entstanden ist. Das gehört dazu, dass wir dann hier im Stadtort auch bereit sind, bei künftigen Haushaltsverhandlungen für solche Dinge Geld einzusetzen. Weil ansonsten würde es mich noch mehr schmerzen, wenn man einfach so das wegreißt und was neu entstanden ist. Wenn ich so an die Brunnen auf dem Altmarkt denke, wenn man es überhaupt Brunnen nennen kann, da hat man Beton auf Stein gesetzt. Das ist dann nicht besser als die Kugelbrunnen, die wir an der Hauptstraße haben, meine Damen und Herren. Das kann man ja wahrscheinlich feststellen. Ich bin sehr froh, dass zum Beispiel, als wir mit Frau Kollegin Jenigen jetzt bei der Exkursion am Promenadenring waren, wir die Schalenbrunnen von Leonie Würth wieder gesehen haben. Die haben ja dort am Dippoldiswalder Platz eine neue Heimat bekommen. Übrigens, da gibt es noch mehr. Also nach der Wende hat man die abgerissen und hat sie eingelagert, weil sie nicht mehr schick genug waren. Den einen Pusteblumenbrunnen haben wir nach Prolis geschickt. Leider nicht das richtige Umfeld, wenn man dort schaut, was da immer so, wer sich da so trifft. Schwierige Situation. Aber es gibt ja noch so ein paar Schalenbrunnen. Und ich wäre sehr daran interessiert, dass wir einen Standort dafür suchen hier in Dresden, damit auch die wieder entstehen können. Weil das sind mal richtige Springbrunnen. Das konnten die früher noch. Da kam noch Wasser raus. Nie bloß solche Pfützen, sondern das hat noch gesprudelt. Und das würde ich gerne wieder haben, meine Damen und Herren. Ich bleibe natürlich bei unserem Änderungsantrag, dem zumindest wir auch zustimmen werden. Ich möchte trotzdem, lieber Herr Dr. Brauns, noch eine Bitte äußern, und zwar an die Stadtverwaltung. Das steht jetzt nie im Antrag drin, aber bitte bringen Sie den alten Herkuleskeule-Schriftzug in Sicherheit und bewahren Sie ihn und schmeißen Sie ihn nicht weg. Auch das ist Kunst. Es gibt eine eigene Gattung für Kunst, typografische Kunst an Gebäuden. Und soweit ich weiß, liegt der in einzelnen Teilen in der Herkuleskeule drin. Und ich glaube, vielleicht kann man ihn ja in irgendeiner Weise auch in das Gebäude integrieren oder vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Auf jeden Fall sollte er nicht genauso verschwinden wie zum Beispiel der Schriftzug vom Deutschen Hygienemuseum, der ja auch mal dran hing und jetzt irgendwo eingelagert ist und verschwunden ist. Das sollten wir schon zeigen und dafür werbe ich. Dankeschön. Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, vielleicht, Herr Zastrow, muss man Herrn Würz auch in gewisser Weise verstehen, warum er jetzt sich sozusagen von der Herkuleskeule verabschiedet. Die Herkuleskeule war immer ein Stachel im Fleisch der Genossen. Aus dem Grund könnte man einfach sagen, wer aus der Keule am häufigsten kritisiert wurde, der reißt sie jetzt ab. Aber ich glaube, das ist etwas zu einfach, denn wir hatten dort einen Wohngebietsgaststättenkomplex mit Kabarett, in dem gespielt worden ist. Ich fasse mich kurz. Wir unterstützen, dass an diesem Platz Wohnungen entstehen können auf einem städtischen Grundstück. Wir unterstützen, dass geprüft wird, dass dort eine Begegnungsstätte integriert wird, dass dort Ladenflächen in den Erdgeschosszonen stattfinden, dass wir Kleingewerbetreibende haben.
Wir stehen hinter dem Beschluss des Bauausschusses bis auf einen Punkt, und zwar den ersten. Und zwar stimmen wir in dem Fall dem Änderungsantrag der FDP zu, aus folgendem Grund: Wir schätzen das Engagement der Bürgerinitiative und wir schließen uns dem Prüfauftrag an. Ich persönlich halte die Wahrscheinlichkeit, dass die Prüfung erfolgreich für den Erhalt ausgeht, für relativ gering aufgrund der baulichen Situation, die es in dem Gebäude gibt. Ich halte es aber zumindest für prüfenswert und ich halte es für wichtig, dass wir das den Leuten, die sich in der Bürgerinitiative engagiert haben, dass wir das denen kommunizieren und dass wir sagen, euer Engagement ist es wert gewesen, dort nochmal intensiv zu schauen, ob man aus dem Gebäude auch noch was anderes machen kann oder ob man dort Wohnungen entstehen lässt. Ich glaube, das sind wir den Bürgern schuldig und deswegen unterstützen wir den Änderungsantrag. So, damit wäre die Fraktionsrunde beendet. Weitere Wortmeldungen sind nicht ersichtlich. Kommen wir zur Abstimmung. Wir haben einen Änderungsantrag der FDP vorliegen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen, das ist die deutliche Mehrheit. Dann kommen wir zum unveränderten federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltungen. Sechsundvierzig Ja-Stimmen bei 12 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen wäre das so beschlossen. Mit Blick auf die Uhr würde ich Ihnen jetzt an dieser Stelle einen schönen Sommer wünschen. Einen guten Urlaub, erholen Sie sich gut, kommen Sie frisch und munter dann spätestens zur Stadtratssitzung am 3. September wieder. Der eine oder andere hat ja noch Ausschusssitzung auch im Sommer über. Und wie gesagt, ich schließe hiermit die Sitzung, wünsche wie gesagt einen schönen Abend, einen schönen Urlaub.